Alternativ müsste ich den da nehmen. Würde, könnte ich machen, aber er wird nicht angreifen. Er wird... Oder so. Das ist auch eine Möglichkeit. Er kriegt nicht geheilt. Er kriegt nicht getötet, ne? Das ist witzig. Das sind zwei Untote. Der hier wird sterben. Der hier wird geheilt. Ihm kann also erstmal nichts passieren. Dann kann ich tatsächlich mein Fledermaus-Dämon rausbringen. Oder mein Ghoul. Ich nehme aber erstmal meine Fledermaus. Fliegen ist immer gut und ausweichen bei Attacken finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Er hat mich allerdings schon ziemlich angekratzt, von daher muss ich mir jetzt wirklich überlegen, was ich mache. Vor allem, ich will meine Höllenritter nicht so schnell verlieren. Ich habe vor allem auch gerade keine Kreatur draußen, die den sylvanischen Umhang tragen kann. Ich könnte es natürlich in den Ghoul nehmen, aber bringt erstmal nicht viel. Von daher hätte ich gesagt, ich lege erstmal einen Abwasserkanal-Zombie. Muss ich auch aufladen? Aber kann beispielsweise durch korrupte Einheit nicht geblockt werden. Da hat er halt schon mal auf jeden Fall den Kommandanten. Sofern mein Dings entsprechend vorrücken würde, müsste ich mir aber ehrlich gesagt auch erstmal keine Gedanken machen. Dämonisch, der heilt allerdings nur Untote. Ich brauche nur jemanden, der Dämonen heilen kann. So, verindert Heilung. So, der ist gleich aufgeladen. Haben wir... Wir haben keine Bestien draußen. Wir haben sie aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich in großer Anzahl bekommen. Nichtsdestotrotz, Untotenheiler muss raus. Zumal er ja noch aufladen muss, wenn es überhaupt noch so weit kommt. Der ist gut. Er wird sterben. Das war's. Er ist wurscht. Er kann nicht genug blocken. Neue Karten erhalten. Der Höllenritter. Das ist auch nicht schlecht. So, Quest abgeschlossen. Zu 100%. Ich habe Stufe 3 erreicht. Und jetzt werden wir mal noch einen Kampf machen. Beziehungsweise, ich gehe mal noch ganz kurz in den Deckeditor. Ich will mal sehen, ob ich noch was ändern will. Wir haben beispielsweise... Wir haben ja keinen Dämonenheiler, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber auch keinen in Pedo. Puh, wollen wir überhaupt irgendwas ändern? Skelett erheben ist nicht schlecht, wenn man es zur richtigen Zeit bringt. Der Skelettkrieger, er gefällt mir halt einfach nicht. Und da wir... Da bis jetzt... Ich habe die Karte Friedhof noch kein einziges Mal gesehen. Auch nicht beim Gegner. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben so. Ich würde den Kampf gerne probieren. Den ersten zumindest. Drei Blutrubine gibt es als Moment. Müsste ich nicht... Ach so. Mist. Wenn ich mich nicht irre, Belohnungen, Ruf, Level, Quests. Level ist es nicht. Was ist das? Vampirlord. Erhöhe den psychischen Schaden aller deiner Kreaturen um 1. Hat weniger Leben, so wie mein ersten Vampirlord.
Puh. That's nice. Macht halt plus 1 Schaden von allen. Ich nehme ihn. Ganz ehrlich, ich muss ihn nehmen. Und ich stecke ihn auch direkt in mein Deck rein. Lieber 3 Leben weniger, aber dafür machen alle meine Kreaturen plus 1 Schaden. Das ist Hammer. Das ist absolut Hammer. Das klingt genau nach dem, was ich speichern. Bleibt einfach so. Der Name des Decks. Das ist genau das, was ich brauche. So, ansonsten Evolution. Wir haben, glaube ich, nichts Passendes, oder? Wir hätten hier was, da fehlt uns aber... Außerdem fehlen uns ohnehin die Punkte. Ich brauche hier gar nicht reingucken. Das ist alles... Zeug, was ich nicht bezahlen kann. Und auch hier lässt sich einzelne Karten aufwerten. Nett auf jeden Fall, sehr nett. Aber... ich verstehe trotzdem eines nicht so ganz. Karten. Ich habe aber auch nicht die finanziellen Mittel, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir gehen in den Kampf. So, Quests und ab geht's in die dritte Stufe. Dass ich den aber nicht gekriegt habe, wundert mich. Normalerweise Deck-Editor. Lass mich nochmal kurz gucken. Normalerweise, das stand doch beim letzten Mal schon im Programm. Ich sehe es allerdings hier nicht. Habe ich mich verguckt? Naja gut. Wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt noch eine dritte Stufe hier, ein Fight. Wir werden das alles ohnehin sehen in der Release-Version. Lasst uns, Bruder bei den Fische, lasst uns eins nach dem anderen. Und gleich raus mit dem Velociraptor, würde ich sagen. Ja, yep, auf jeden Fall. Raus damit, du Sau! Was macht der hier eigentlich? Heilt einer der... kann einmal die Karte Skelett beschwören. Wird böse. Monsterhaft. Bestialisch. Er wird den da vernichten. Korrupt. Untot. Wir nehmen den da. Wir nehmen den Flieger. Allein schon wegen den... Oh, verdammt! 3 Schaden. Das hat natürlich wehgetan. Monsterhaft bestialisch. Jetzt würde ich mal die da auslegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Er wird geheilt. Die Karte müsste, glaube ich, wegfliegen. Das ist gerade das, was ich probieren will. Okay, Vampirkräfte werden nur einmal eingesetzt und verschwinden dann. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Oh, ich kriege übrigens Schaden ab. Ja. Nehmen wir den Licht. Nee, den Höllenritter. Der geht schneller. Und anschließend vielleicht... Nee, erstmal Kreaturen. Ich muss blocken. Wobei, warte mal ganz kurz. Abwarten. Perfekt. Dann kriegt der den Umhang. Kann sich heilen. Finde ich gut. So, der wird geblockt, weil... Moment. Ach so, das Problem ist, das habe ich nicht bedacht. Nee, die andere ist besser. Das ist ja ein Effekt, den ich nur einmal einsetzen kann. Der muss raus, anschließend der Lich. Das ist eine neue Einheit, die ich vielleicht
mit der ich vielleicht noch etwas erreichen kann, wenn er nicht ohnehin... Ich sag ja, ich bin nicht... Oh. Nein! Mein Feuer! Nee, Moment mal, stopp, ich habe meinen Höllenritter hier. Halt, das ist nicht richtig. Dennoch fährt, ja, nein, vielleicht doch. Ich verstärke mich jetzt, solange ich es noch kann, bevor wieder jede Menge Kreatur draußen hat. Was mich wundert ist, ach so, er kann das ja schließlich auch nur einmal machen. Monsterhaft, da wird der da sterben. Ja, perfekt. 4, 5, 6, 8 Schaden. Ne, doch nicht? Habe ich gerade irgendwie falsch gezählt? Na gut, egal, machen wir weiter. Untote haben wir draußen, aber mache nichts oder kriege nichts. Schade. Korrupt, der ist untot. Ist eigentlich wurscht, er wird eh sterben. Aber warum nicht? Dem Spaß wegen. So, 1, 2. Er hat den Umhang zerstört. Das ist guter Zug, wenn auch etwas spät. Warum hat der hier nicht angegriffen? Das verstehe ich nicht so ganz, warum das der nicht angegriffen hat gerade eben. So, wir nehmen den da. Kriegt auf jeden Fall zumindest mein Leben dazu. Aber das war's ohnehin. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat die Beta-Vorstellung gefallen. Ich hoffe, ich konnte mich ein bisschen reinarbeiten und euch auch ein bisschen was zeigen. Und von meiner Erfahrung, was Magics angeht, Magic, nicht Magics. Ja, in der Hinsicht ein bisschen profitieren. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Release-Version. Ich sag mal, bis dann und wenn ihr Lust habt, schreibt mir auf Steam. Ihr findet alles im YouTube etc. pp. Lasst uns miteinander spielen. Wir sehen uns. Ciao!